jedes Jahr wird der Bericht des Bundes der Steuerzahler veröffentlicht, der Verschwendung in unserem Staat anprangert. Der anprangert, wo Geld in Projekte fließen, die nicht sein müssen. Der anprangert, wo Geld ausgegeben wird, das nicht hätte ausgegeben werden müssen. Und der die Ineffizienz des Staates anprangert. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten einen schnörkellosen Staat. Wir hätten einen Staat, der seine Aufgabe erfüllt. Und wir hätten einen Staat, der mit den Mitteln, und zwar mit unseren Mitteln, mit euren Mitteln, so effizient wie möglich umgeht. Und der mit diesen Mitteln das tut, damit er am meisten damit bewirken kann. Das passiert heute allerdings nicht. Wir haben heute einen Staat, der bei jedem öffentlichen Auftrag, das heißt bei Schulen, die gebaut werden, bei Ämtern, die gebaut werden, bei Bahnhöfen, die gebaut werden, im Grunde bei allen öffentlichen Gebäuden oder sowas, die gebaut werden müssen und wo ein öffentlicher Auftrag vergeben werden muss, 1% dieses Geldes, 1% des Betrages in Verschnörkelungen, in opulente Stuckverzierungen, in Säulen, in Graffiti oder was auch immer investiert. Wir sagen, davon sind eben äußere Sachen betroffen, davon sind nicht die Inneneinrichtungen oder so betroffen, das glauben wir ist nicht Thema der Debatte, sondern einfach Sachen, die außerhalb des Gebäudes irgendwie platziert werden. Oder am Gebäude? Oder auch am Gebäude. Aber die Frage ist jetzt, ist diese Kunst irgendwie verbunden mit der Effizienz dieses Gebäudes? Ist ein Schulgebäude effizienter, weil da vorne ein kleiner Stuckarmor dranhängt? Ich hoffe doch bitte, dass sie sich Botticelli angucken und nicht einen fetten Armor, der vom Gebäude hängt. Also meine Damen und Herren, wir glauben, dass die Effizienz und die Tragweite und das, was ein Gebäude bewirkt, nicht damit zusammenhängt, was an diesem Gebäude dranhängt. Eher im Gegenteil, das wird Konrads Punkt sein, dass ein Gebäude vielleicht weniger effizient ist, wenn es eben von außen schön verziert ist. Aber wir glauben, dass diese Art der Vergabe, die wir heute haben, dass ein Bauherr sich darum bewirbt und notwendigerweise, wo er heute der billigste sein muss, 1% dieses Betrages in Kunstförderung ausgeben muss, einfach insgesamt Gebäude teurer werden, Geld verschwendet werden, wir 1% weniger öffentliche Aufträge haben können, wir 1% weniger Allgemeinförderung haben und wir 1% Verschwendung in unserem Staate haben. Und weil wir das nicht wollen, wollen wir diese Kunstförderung am Staate abschaffen. Ich nehme gleich deine Frage dran, Julian. Davor möchte ich noch kurz sagen, was ich in meiner Rede zeigen werde. Ich werde erstens zeigen, dass die Bevölkerung diese Verschwendung eigentlich eher mit Argusaugen sieht oder vor allem sehen sollte. Und zweitens möchte ich darauf eingehen, was sollte Kunst eigentlich sein und was ist Kunst in diesem Fall, nämlich Verschwendung. Davor, Julian, deine Frage bitte. Ich habe das mal kurz für den Berliner Flughafen nachgerechnet und der ist unheimlich teuer geworden, trotzdem geht es da irgendwie um 40 Millionen, also um sehr, sehr kleine Summen. Warum ist dieser Antrag in irgendeiner Art und Weise wichtig? Berliner. Naja, lieber Julian, nicht jede Stadt ist so reich wie Berlin. Nicht jede Stadt hat nur 2 Milliarden Euro Schulden. Es gibt auch Städte, die haben mehr, die haben vielleicht 3 Milliarden Schulden. Es gibt Kommunen, die sind noch verschuldeter als Berlin. Und ich glaube, diese Kommunen könnten beispielsweise daran sparen. Und ich glaube, lieber Julian, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was du hier siehst, ist ein Einzelprojekt. Aber wenn du 40 Millionen hier hast, 50 Millionen da hast, 300.000 da hast und 2 Millionen nochmal woanders, dann summiert sich wirklich Geld. 1% aller öffentlichen Aufträge. Wenn wir 1% mehr Häuser bauen können, also 1% Wirtschaftsleistung, darüber freuen wir uns in Deutschland, wenn wir 1% mehr Wirtschaftsleistung haben. 1%, das ist am Einzelgebäude wenig, aber aggregiert ist das durchaus eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Und lieber Julian, wir sind auch stolz darauf, wenn wir 40 Millionen Euro Verschwendung am Berliner Flughafen stoppen können. Also ein kleiner Schritt, sagen wir, ist trotzdem besser als gar kein Schritt. Und dazu verharren, wo die Opposition heute wahrscheinlich bleiben möchte. Aber der Punkt, lieber Julian, ist jetzt vor allem, dass jeder von uns weiß, dass ein Berliner Flughafen 40 Euro verschwendet wird. Und ein bisschen mehr. Dann sind es eben dann noch drehen wir doch lieber an der anderen Schraube. Wir drehen nicht an der anderen Schraube, wir drehen am Gefühl der Bürger. Denn der Punkt ist, wenn der Bürger verschwinden sieht, dann ist er nicht mehr bereit, an diesem Staat mitzuwirken. Ich kenne das aus Gesprächen mit Menschen, die Steuern zahlen. Ich weiß nicht, vielleicht zahlen manche Menschen von euch Steuern, ich zahle noch keine Steuern. Aber wenn ich Steuern zahle, dann werde ich mir überlegen müssen, ob ich eine Taxiquittung einreiche für die Steuererklärung. Dann werde ich mir überlegen müssen, ob ich, wenn ich irgendwas kopieren gehe, ob ich das einreiche für die Steuererklärung, sage, das war beruflich, das kann ich von der Steuer absetzen. Also wir sehen, dass die Effizienz dieses Staates sehr, sehr davon abhängt, ob Menschen glauben, dass ihre Steuergelder gut verwendet werden. Ob Menschen bereit sind, an diesem Staat mitzuwirken, ob Menschen bereit sind, ihren eigenen Beitrag zu leisten. Und wenn Menschen jetzt, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und meine Arbeitskraft als Stuck an irgendeinem Gebäude sehe, dann bin ich nicht in der Meinung, dass meine Arbeitskraft als Stuck da sein sollte, sondern da bin ich eher der Meinung, dass vielleicht ein neues, effizientes Gebäude gebaut werden sollte, womit wirklich etwas erreicht wird.
Bitte. Ist es nicht vielmehr so, dass Steuerehrlichkeit deswegen nicht herrscht, weil eben in den föderalen Ländern unterschiedlich häufig sozusagen die Steuerfahnder nicht ordentlich ausgerüstet werden, weil man das nämlich als Wettbewerbsvorteil sieht, wenn Unternehmen wissen, okay, bei uns kommt selten eine Steuerprüfung. Also ich bin ja sehr froh, dass du ja in ein Land ziehst, wo viel Steuern gezahlt werden. Aber ich meine, wir können auch trotzdem beides machen. Wir können auch Steuerfahnder haben. Aber ein Steuerfahnder wird nicht in der Lage sein, zu überprüfen, ob die Taxiquittung jetzt richtig eingelegt wurde. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist wirklich, ob Menschen... Aber manchmal kannst du das eben nicht genau nachweisen. Das ist ja genau der Punkt. Also wir sind darauf angewiesen, dass Menschen daran mitarbeiten. Aber jetzt die relevante Frage. Was ist Kunst in diesem Fall? Und was soll Kunst eigentlich sein? Ganz simpel, wir haben hier Auftragskunst. Wir haben Kunst, die keinen anderen Zweck erfüllt, außer dass die versucht, schön zu sein. Wir glauben, in vielen Fällen sieht man, dass sie gar nicht mal unbedingt die allerschönste Kunst ist. Also irgendwie so ein Stuck oder so, das ist manchmal sehr fein, wirkt manchmal aber auch sehr komisch an so einem Gebäude. Auf jeden Fall haben wir hier Kunst, die per se nur langweilige Verzierung ist. Wir haben Kunst, die eigentlich keine gesellschaftliche Relevanz hat, die nicht versucht, die Gesellschaft zu verändern. Der Stuckengel am Schulgebäude, der versucht nicht, die Gesellschaft zu verändern. Der versucht nicht, andere Menschen zum Nachdenken zu reden. Der versucht nicht, irgendwie die Gesellschaft per se zu verändern. Das ist, was wir sagen, was Kunst eigentlich machen sollte. Kunst ist kritisch. Kunst ist initiativ, also Kunst kommt quasi aus sich selbst heraus und ist nicht per se eine Kunst, die versucht wird, von oben durch einen Bauherrenauftrag zu vergeben, sondern Kunst ist etwas, was aus sich selbst irgendwie einen intrinsischen Wert hat, was aus sich selbst eine Botschaft hat. Und diese Art von Kunst sehen wir hier eben genau nicht. Wir sind ja nicht prinzipiell gegen Kunstförderung. Aber, meine Damen und Herren, was ihr verstehen müsst, ist, dass diese Kunst, die wir durch den Antrag versuchen, jetzt nicht mehr zu fördern, dass diese Kunst, die uns da verloren geht, nicht die Kunst ist, die wir in unserer Gesellschaft eigentlich haben wollen. Das ist nicht die Kunst, die unser eigenes Leben bereitet. Das ist auch nicht die Kunst, die uns als Gesellschaft weiterbringt, sondern das ist die Kunst, die unseren gesellschaftlichen Fortschritt dadurch verhindert, dass sie Ineffizienz schafft, dass wir einen verschnörkelten Staat haben, statt eines effizienten Staates.